Hallo und herzlich willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen werden, habt ihr wahrscheinlich schon lange drauf gewartet, ist ein Event-Listener für unseren Button hier erstellen. Also ich habe dazu erstmal ein komplett neues Projekt erstellt und alles gelöscht und dann einfach so einen netten kleinen Button hier genau in die Mitte reingepackt und den Click-Me draufgeschrieben. Dann habe ich die ID hier auf Button-ID geändert, also ich glaube, das kennt ihr mittlerweile. Also hier ist natürlich der Button-Text ausgelagert in eine String-Resource. Das kennt ihr ja auch schon zur Genüge. Und ja, dann haben wir natürlich einen Button mit ID. So, jetzt geht's weiter in Java. Hier habe ich zunächst mal Button importiert und ansonsten habe ich noch gar nichts gemacht. Der Rest, den mache ich jetzt mit euch. Ja, also fangen wir mal an. Wir wollen natürlich diesen Button ansprechen können. Das heißt, wir brauchen einen Button. So, Button, nennen wir ihn Button. Wie kreativ wir heute wieder sind. So, oder wie kreativ ich bin. Ihr seid wahrscheinlich kreativer. Wir brauchen hier keinen New Button erstellen, denn wir haben ja schon einen Button. Nämlich diesen hier. Und deswegen müssen wir den irgendwie finden. Und das machen wir über this.find view by ID. So. Und jetzt müssen wir die ID irgendwie rausfinden. Naja, was ist die ID? Die ID ist ja. Wo ist sie? Hier. Button-ID. Aber die steckt ja auch irgendwo drin. Und zwar in unserem Resources. So, jetzt würde ich mal sagen, geben wir mal R-Punkt für Resources ein. Und dann gucken wir hier einfach mal durch. Was könnte es denn wohl sein? Wahrscheinlich die ID. So, und dann gucken wir hier nach, was wir hier haben. Und ganz oben wird uns schon vorgeschlagen, wir nehmen doch einfach diese Button-ID. So, und jetzt kriegen wir einen Error. Oh mein Gott, dabei haben wir doch alles richtig gemacht. Was haben wir jetzt bloß hier falsch getan? Kommt schon, das schlägst du doch vor. Nein, okay, er schlägt es nicht vor. Ich dachte, er schlägt es wieder mal vor, aber das tut er irgendwie nicht so gerne. So, dann typecasten wir das ganz einfach in Button. Das bedeutet, wir wissen, dass die View, die wir hier finden können, also ihr wisst ja noch, all diese Sachen hier auf der Seite, die Extension von View, das heißt, es ist auf jeden Fall immer eine View. Und wir typecasten das jetzt einfach zu einem Button, weil wir genau wissen, dass es ein Button ist. So. Und ja, den Teil kennen wir schon. Jetzt wollen wir diesem Button einen Listener geben. Denn wir brauchen zwei Teile, nämlich zuerst einmal einen Listener. Das heißt, der Button hört uns qua oder hört quasi die ganze Zeit die App ab, ob er jetzt geklickt wurde oder ob er nicht geklickt wurde. Und wenn er geklickt wurde, dann tut er das. Und das, was er tut, das ist die Callback-Method oder die Callback-Methode, wie ihr es auch immer aussprechen wollt. Ja, und die steht logischerweise direkt im Listener drin. Wir können ihm auch einfach eine Methode übergeben, aber ihr seht dann, was ich meine. So, also wir sagen jetzt einfach hier mal button.set und dann sagen wir hier onClickListener. So, und in diesen onClickListener kommt unsere Callback-Methode rein. So, deswegen mache ich da mal hier ein bisschen Platz. Und ja, jetzt kommt so ein bisschen Java-Eigenheit. Man kann da natürlich viel Platz sparen damit. Wir wollen jetzt hier drin ein Interface, nämlich die Callback. Also da gibt es ein Interface für OnClickListener, also für die Callback-Methode von einem OnClickListener. Und die findet man in Button. Also in der Klasse Button drin ist nochmal eine Unterklasse, beziehungsweise um genau zu sein, ein Unterinterface. Und das nennt sich OnClickListener. Wer hätte es gedacht? Ja, und das ist tatsächlich sogar ein Android View. So, ja, und jetzt können wir hier das Ding hier hat natürlich dann noch Probleme, weil es ist ein Interface und Interfaces sind abstrakt, das heißt, ich kann sie nicht instanziieren, das heißt, ich kann hier nicht einfach sagen New Button on Click Listen, ne? Was aber auch irgendwie Sinn macht, denn wir wissen ja noch gar nicht, was wir damit machen wollen. Und deswegen definieren wir uns dieses Interface hier einfach genauer, indem wir hier einfach diese geschweifte Klammer aufmachen. Das bedeutet so viel wie, okay, jetzt wird hier das Interface instanziiert und hier steht jetzt welche Methode. Moment. Nein. Hier stand gerade, ja, jetzt hier haben wir die Methoden, die importiert werden müssen. Wie ihr sehen könnt, steht hier auf der rechten Seite, ich kann leider nicht fahren mit der Maus, sonst ist es weg, steht OnClickView. Muss implementiert worden sein, denn das Ganze ist ja immer noch abstrakt. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Also, public void on, also falls ihr Schwierigkeit mit Interfaces oder sowas habt, dann schaut euch meine Java-Videos an, das ist nämlich Teil davon, hat eigentlich wenig mit Android zu tun. Ja, also wie ihr vielleicht noch wisst, hier on click und es nimmt eine View,
Und die View nennt man meistens einfach V oder View oder wie auch immer ihr wollt. Ich habe sie einfach immer V genannt. Ja. Und das ist natürlich eine Methode. Und was wir jetzt hier machen wollen, also was in der OnClick-Methode drin steht, ist das, was ausgeführt wird, wenn der Button geklickt wird. Das heißt, das hier ist der Listener. Also wir kreieren uns hier einen Listener und wir sagen in diesem Listener, okay, diese Methode wird ausgeführt, wenn dieser Button geklickt wurde. Und da sage ich jetzt einfach mal, okay, hier, set text und ja, da kommt dann einfach rein, you did it. Mit drei Ausrufezeichen natürlich. So, button is accessed from within inner class, needs to be declared final. Na toll, dann machen wir das doch einfach mal. Final button, button. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. So, lassen wir das jetzt einfach mal laufen und schauen, was passiert. Ja, ich hatte schlauerweise meinen Emulator zugemacht. Deswegen habe ich euch mal pausiert, dass ihr nicht so lange warten müsst. Okay, so, jetzt haben wir hier diesen hübschen Button in genau der Mitte des Screens. Und der soll jetzt etwas tun, wenn wir draufklicken. Nämlich der Text von dem Button soll sich ändern in You did it. Okay, also wenn wir jetzt hier draufklicken, dann steht da You did it. Yay! Das heißt, es hat funktioniert. Okay, cool. Und ihr seht, ich habe eine komplett neue App gemacht, die heißt jetzt halt Event Handling und nicht mehr irgendwie Getting Started, denn Getting Started haben wir bereits hinter uns. Ja, alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt alles verstanden, was ich so gemacht habe. Ansonsten einfach ein bisschen Practice und so. Und ansonsten schreibt mir einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.